Hi und hallo mal wieder. Ja, heute spielen wir wieder was Außergewöhnliches und zwar Legende of the Beast. Das Spiel kommt alle paar Jahre mal raus. Und warum spielt man das Spiel? Wegen die Musik im Hintergrund, weil das Spiel ist recht einfach gemacht. Das muss man wirklich sagen. Ihr seht verschiedene Welten, die noch abgeschlossen sind. Ich habe das Spiel natürlich schon angefangen. Und wie das jetzt gespielt wird, das zeige ich euch. Und wie gesagt, ich habe die Musik und alles im Hintergrund ausgeschaltet. Sonst würdet ihr mich nicht hören. Weil man spielt das Spiel wegen die Musik. Man kann sich zwar immer wieder mal ein bisschen aufleveln, aber... Und natürlich die Kreaturen, die sehen richtig witzig aus. Das muss man ehrlich sagen. Hey... Das ist ja richtig gut. Kampf, dann kämpfen wir natürlich. Und wie ihr schon seht, es sind wirklich schräge Bilder. Aber es macht Spaß, sie zu sehen. Und vor allen Dingen die Musik im Hintergrund. Oh, da habe ich ja schon einen. Fangen wir direkt mal an. Ja. Zack. Man muss immer treffen, wenn es am besten rund ist. Dann hat es die meisten Power. Und wie ihr jetzt schon seht, ist es richtig einfach nur schlagen, richtig treffen. Aber die Kreaturen, die man kriegen kann, wie gesagt. Aber einige von euch werden das Spiel bestimmt schon kennen. Wenn nicht das aktuelle, dann vielleicht das ältere. Ja, mal gucken, was es gleich. Ui. Müsste ich mich jetzt auch mal so langsam ein bisschen, ne? Noch nicht ganz aufpowern. Ich hoffe, dass ich wenigstens einen jetzt vernichte und... Nein, jetzt powern sie sich... Ach, das gibt's doch wohl nicht. Das wird ein harter Kampf. Aber... Ich hatte den Superschlag... Hoffentlich powern sie sich jetzt nicht wieder auf. Ja, doch, meine Güte, ist das aber ein hartnäckiger Kampf jetzt. Sollte doch eigentlich alles schneller gehen. Das Schlimme ist sicher, ich habe ja die Musik im Hintergrund abgestellt, sodass ich sie nicht höre, dass es für das Spiel für mich absolut still ist. Nein, jetzt powert... Hätte euch aber jetzt auch... Nehme ich den zuerst. Ja. Oh, ich müsste mich so langsam mal verarzten. Komm, nehmen wir ihn. Den Kettenschlag. Der Endgegner schon. Und, oh, ich sehe gerade oben links. Meine Kraft ist natürlich nicht sehr gut ausgeprägt. Aber... das hoffe ich natürlich... Oh, der Schlag hat aber wirklich nicht viel gebracht. Ein richtig starker Gegner. Ja, dann ladet er.
kann mich im Moment nicht aufladen. Hoffe ich mal. Jawohl. Die Runde ist auch abgeschlossen. Mal schauen, was ich jetzt bekomme. Natürlich, der ist aber schlecht, kein Dreier. Okay. Weiter. Aber wie ihr seht, das Spiel ist wirklich absolut einfach gemacht. Man muss sich einfach nur immer aufleveln, kämpfen, aber es ist wirklich immer nur, mir gefallen die Kreaturen, zwischendurch immer wieder andere. Und natürlich die Musik. Für zwischendurch das Spiel ist es wirklich gut gemacht. Meine Meinung allerdings nur. Mal eben schauen. Dann nehmen wir sofort mal den harten Schlag und richtig aufpowern. Erste weg. Nein! Und der erste muss sofort. Jawohl. Abgeben. Ja, hat sich doch gelohnt, das abzugeben. Komm, vernichte ihn jetzt. Ah, mein Hündchen, der ist aber wirklich schwach. Schlag will ich natürlich nicht nehmen, aber es hat gereicht. So, diese Runde spielen wir natürlich noch. Einmal jetzt natürlich wieder der Powerschlag ganz schnell und jawohl. Erste schon mal weg. Passt. Was will der denn? Was hat der denn jetzt für einen Schlag gehabt? Komm. Jawohl. Jetzt kommt der Endgegner. Und dann beende ich auch erstmal die Aufnahme. Nehme ich natürlich auch nochmal. Und, schade, nicht geschafft. War ich jetzt ein Tick zu langsam. Aber wie ihr seht, ihr müsst immer versuchen, die Kreise übereinander zu kriegen. Habt ihr natürlich die stärkste Power. Das war's, wie man. Komm, nehme ich den Kettenschlag. Hat jetzt nicht viel ausgerechnet. Ich hoffe mal nicht, dass die sich jetzt wieder aufleveln. Doch. Das wird ein harter Kampf. Und natürlich alles verarzten jetzt. Was ist das denn? Ich habe verloren. Einmal Auferstehung kann ich ja und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich es vernichte.
Jawohl, aber das war jetzt eine schwere Geburt. Wieder nur zwei, aber es sieht recht gut aus. Weiter. Aha. Also, das ist nun Legende auf Beast 2018. Ich hoffe, ich konnte euch was von das Spiel zeigen. Wer es natürlich kennt, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Aber wie gesagt, im Hintergrund ist richtig heftige Musik, die sich richtig lohnt, sich anzuhören. Das war's jetzt von The Legende auf The Beast.